Ich habe da ein bestes Beispiel. Meine Eltern sind vor plus minus 15, 20 Jahren bei uns in der Siedlung eingezogen. Und wir zahlen halt rund 1000 Euro plus minus Miete. Und ich bin dann letztens zu meiner Mutter gegangen. Ich habe meine Mutter gefragt, Mama, warum? Also warum leben wir seit 15 bis 20 Jahren in einer Mietwohnung, jeden Monat 1000 Euro bezahlen? Mhm. Ich sag, keine Ahnung. Ich Handy genommen, ich gesetzt und diese 1000 Euro zusammengerechnet. Klar. Mal, das haben wir alle schon gemacht. Das haben wir alle schon gemacht, Bro. Glaub mir. Diese Gespräche, die du mit deiner Mutter oder deinen Eltern geführt hast, die haben wir auch schon mit unseren Eltern geführt. Ich glaube, eines Tages bei jedem in Live kommt dieser Tag, weil wir sind ja jetzt die Abnehmer. Richtig. Wir sind ja jetzt die Erben, die wo jetzt genau da jetzt quasi übernehmen müssen irgendwann mal. Und deshalb kommt diese Frage dann. Weißt du, was ich meine? Ich habe das zusammengerechnet. Es waren in Summe 100 bis 200.000 Euro. Yes, sir. Safe. 100%. Hab dann Immoscout reingeguckt. Eine Dreizimmerwohnung gefunden, yes, in dem Bereich, die du kaufen könntest. Mhm. Und wenn meine Mutter anders gehandelt hätte, indem sie die Wohnung gekauft hätte, meine Mutter will in 5, 6, 7 Jahren wieder zurück nach Ghana gehen. Richtig. Und dann genau, kommt Ghana Rente, zieht. Dann genau. Richtig. Und dann jeden Monat 1000 Euro bekommen. Highlife. Life. Bruder, ja. Highlife. Auch ganz kurz. Ich will aber genau in diese Thematik noch weiter einbringen. Was hat deine Mutter dir damals gesagt? Weil sie halt wird das Gleiche gesagt haben wie unsere Eltern. Ja, keine Ahnung, wusste sie nicht. Genau, ganz sie einfach. Wusste es nicht. Wenn du nach Deutschland kommst, vor allem damals in den 80er, 90er, da gab es dieses Playbook für dich nicht. Mhm. Wir sind die Ersten, die in dem System aufwachsen und diese Dinge sehen. Unsere Eltern haben nur dran gedacht, in dem Moment Geld zu machen und gegebenenfalls sogar nach Ghana zurück zu investieren. Das stimmt. Da gab es kein, hey, ich hol mir hier was und vielleicht später lässt es, wird es für mich arbeiten. Mhm. Nein, 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 nein. Das Ziel war einfach das andere. Das Ziel war es, zu leben. Das Ziel war es, zu leben. Zu überleben. Stabil zu leben. Mhm. Wirklich keine Jobverluste oder nicht wissen, wo man morgen Essen herbekommt. Yes, weißt du, was ich meine? Weil das sind die Umstände, mit denen unsere Eltern halt damals zu tun hatten. Yes. So, Bruder, das ist deren Accomplishment. Und wir müssen anfangen, dass wir denen, das können wir denen nicht einkreiden. Die wussten nicht besser. Also uns zu bekommen war für die schon ein auf. Ja, hey, dann haben wir vielleicht ein Kind hier, vielleicht wollen wir auch irgendwie wieder nach Ghana. Weißt du, was ich meine? Ich will nur das vermitteln. Unsere Eltern haben schon das gemacht, was sie machen mussten. Ja, genau. Deren Mission ist completed, Bro. Die haben uns ermöglicht, in diesem System aufzuwachsen, zu leben. Die gleichen Möglichkeit theoretisch zu bekommen, wie ein deutsches Kind. Jetzt gilt es an uns, genau das weiterzuführen und sogar noch weiterzuziehen. So weit, wie es bringt. Wie im Staffellauf. Wie im Staffellauf, Bro. Mutter, Vater, sind wie im Staffellauf. Jetzt nehmen wir das. Genau. Wie im Staffellauf.